mir jetzt letztens rübergezogen habe. 6W6, no Uber. Da bin ich mal gespannt, was jetzt bei dir zu sehen ist. Okay. Ich bin entzückt. Entzückt darüber, dass ich kein Uber sehe. Also ich bin auf jeden Fall verleitet, eigentlich mit Demeteros hier Banzai zu öffnen wieder. Er hat sehr viele speziell offensive Pokémon und ich würde gern viel Larama hier mitnehmen. Und eigentlich auch mal Metagross versuchen. Ich lasse jetzt mal Eschnatoll weg. Auch wenn Eschnatoll... Naja, okay, eigentlich nicht. Ich hab's mir versucht gut zu reden. Aber hier drin könnte man hier relativ gut benutzen. Sogar eigentlich sehr gut benutzen, wenn ich da mal sehe, was da für Pokémon überhaupt anlaufen. Ich bin so verleitet, Metagross einzusetzen. Ich nehme es auf meine Kappe, wenn ich den Kampf jetzt verliere, aber ich will Metagross jetzt haben. So, schauen wir mal, was jetzt kommt. Rich Ice. Okay. Neutral, Torso. Auf jeden Fall, du wirst jetzt nicht mit Donnerwelle kommen. Warte mal, ich muss jetzt mal gerade lunzen. Das weiß ich nämlich jetzt nicht auswendig. Attacken. 75. 80. Okay, dann nehme ich die Steinkante. Ich musste lunzen, welche Attacke mehr Genauigkeit hat. Aber er könnte auch direkt mit einer Eisattacke kommen. Ich bin gerade überlegen, ob ich reingehe. Oder ob ich einen Wechsel ansetze. Ich entscheide mich lieber für den Rückzug, für die Kehrtwende. So. Ich glaube, das war das Bessere. Wenn er nämlich jetzt mit einer Eisattacke kommt, haben wir nämlich... Ich weiß, dass dieses Rich Ice Elektroattacken zur Paralyse, also Donnerwelle zum Beispiel, einsetzen kann. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich überhaupt auf Metagross gehe. Aber ich glaube, ja. So, bitteschön. Eisstrahl, okay, das war... das, was man hatte erwarten können. Wow, du machst eigentlich viel Schaden. So, Steinpolitur, bitte. So, ich hoffe, er versucht jetzt zu wechseln und wir können uns jetzt hier mit der Steinpolitur den Speed-Vorteil gegen jedes seiner Pokémon rausholen. Ah, wechselt nicht. Wenn er jetzt natürlich mit der Paralyse kommt, habe ich natürlich die Arschkarte schlecht hingezogen für das, was ich jetzt versuche. So. Fokusstoß. Aua! Was hast du noch alle hier? So. Sternhieb. Auch wenn es riskant ist, diese Attacke eigentlich zu benutzen, weil sie keine 100 Genauigkeit hat. Oder hat sich das... Warte mal. Ich glaube, der hat sich doch was geändert. Bin ich da noch auf dem alten Stand? Magnezol. Warte mal, ich muss jetzt mal spicken. Ich muss mal spicken. Ja, ich mag Steinpolitur mehr. Das unterscheidet mich von ganz vielen anderen Sets. Ja. Warte mal, war da etwas? Ah, genau, auf 90. 90 ist das. Da ist die Stärke runtergesenkt worden, dafür die Genauigkeit ein bisschen erhöht worden. Ich frage mich, warum da Eisdieb ist. Ich hätte lieber Erdbeben gehabt. Ich überlege gerade, drin bleiben, zuschlagen oder wechseln auf dem Metagross. Ich würde sagen, wechsel auf dem Metagross. Ein- und Kehr-Rückzug muss her.
Lichtkanone. Er hat mit meinem Wechsel sogar gerechnet. What? Alter! Okay. Alter. Ich fühle mich jetzt nur nach dem Motto, get wrecked. Oh, ich wünschte, ich hätte die Erdbeben. Na ja, egal. Ist halt das Set von damals. Da knallt er mir da volle Lichtkanone rein. Okay. Oh, hätte ich jetzt Erdbeben auf dem Set gehabt. Nailed it. Okay. Hätte ich echt Erdbeben auf dem Set gehabt, wäre der komplett down gewesen. Ja, so ungefähr. So ungefähr fühlt sich das an. Nee, aber ich hab's ja rumreisen können. Ich hab's da ein anderes Pokémon ja One-Hit rausnehmen können. Aber ich habe Bedenken, dass ich das Magnezonen-One-Hit hier rauskriege. Weil ich einfach denke, es hat ein Wahl-Item und wir halt keine offensiven, effektiven Moves haben. Jo. Ich denke mal, es wird ein Wahl-Item tragen. Aber die Sache ist halt die, dadurch, dass er jetzt Elektro genutzt hat, kann er, wenn ich richtig liege, ja, wenn ich richtig liege, jetzt keinen speziellen Move hier einsetzen. Mein Problem ist aber, dieser Kampf könnte eventuell ein wenig länger dauern, da ich nur mit Diebeskuss agieren kann. Jupp, das könnte dauern. Jupp. Warglas auf jeden Fall hat er. Sonst wird er mich nicht weiterhin mit Donnerblitz angreifen. So. Ich könnte natürlich gucken. Ich könnte ihn kriegen. Natürlich, wenn alles halt mitspielt. Könnte ich ihn kriegen. Wird aber eher knapp. Je nachdem, wie viel AP er drauf hat, wird das jetzt hier komplett alles entscheiden. Aber ich glaube, dieses Spiel kann ich nicht ewig hinziehen. Also ich glaube, das wird eher der Sieg noch für Magnezone. Weil ich halt einfach keinen alternativen Move habe, weil das nicht... kein Filiare ist, was gegen Magnezone kämpfen sollte. Ah, Mann. Nein, ich habe ausgesehen... Shit, ich habe mich verdrückt. Verdrückt. Ich habe diese Touch-Eingabe versiebt. Gott. Ich hasse mich gerade dafür. Manchmal sollte ich doch nicht über Touch eingeben, wa? Oh Gott. Ich hasse mich dafür, gerade ehrlich. Schutzschild? Bitte, please, nochmal Schutzschild, please, nochmal Schutzschild, come on. Sag jetzt nicht, du hast keine AP mehr. Dürfte eigentlich nicht hinhauen. Come on, bitte. Oh Mann. Voll mein Zug versiebt, ey. Schade.
dass ich mich über die Touch-Eingabe verdrückt habe. Sonst hätten wir noch eine Runde durchgehalten, aber ich glaube nicht, dass die AP von dem damit ausgegangen wären. Außerdem hätte ich kritten müssen. Leider wurde es nicht zu Tode geküsst. Wäre schön gewesen.